alle im Namen von Österreich recht herzlich begrüße. Ein besonderer Gruß gibt natürlich allen Anwesenden Ehre und Herznahrer aus unseren Mitgliedszünften. Natürlich die politische Prominenz, sie zum Beispiel da vorne. Alle anwesenden Ortsvorsteher, Stadt- und Ortschaftsräte, Bürgermeister war gestern schon da. Falls mal hier oben noch religiöse Beistand berichtet, aber besser, ich glaube, mehrmals da. Die fünf Östzünften haben auch dieses Jahr ein buntes Programm für uns zusammengestellt. In der Pause und nach dem Programm werden wir von der Steigerbursche unterhalten. Kann getanzt werden, an der Bar was trunken. Bitte hätte man, dass während dem Programm, wenn Ruhe herrscht im Publikum, weil es ist doch immer recht unruhig, wenn der Berg geschwätzt wird. Ich wünsche euch alle viel Spaß mit diesem Programm und auch hinterher noch eine schöne Stunde bei der Östzünfte. Es wäre Bachheim, Löpfingen, Rötebach, Unadinge und Titisose. Damit das Programm nicht abhangen kann, machen wir Bühne frei. Wir verabschieden uns mit dem dreifach kräftigen Nari! Nari! Nari!
So, jetzt, hi. Hi, jetzt, wo muss ich da? Guck, das ist da. Glaubt es sich doch, das ist da. Ja, dann muss er jetzt sagen, das wäre da der Ischarbeit. Nein. Aber das ist doch die Sitzung vom Hasenzüchterverein, ja. Hey, ja, das sind die Hasenzüchter. Ja, schön ist es da. Hasenzüchter vom Ösch. Ja, schön ist es da, aber finde ich nicht, dass es da ist, aber ist ja auch egal. Also, ich möchte Sie jetzt echt herzlich. Du möchtest gar nichts. Also, ich wollte jetzt die Leute mal da. Du wolltest aber auch nichts. Ja, ich habe jetzt mal gedacht. Denkt! Sie wer denkst du? Du hast doch noch nie gedacht. Dann fängst du heute Abend da bei der Hasenzüchter an zu denken, oder was? Ist ja ganz jetzt nice. Ja, das war ja nicht so ein richtiges Denken, es war mehr so Monne. Ah, ein Monne. Ja, Monte hast du schon viel. Und meistens das Verkehrte. Also das kann man sagen. Wenn jemand etwas denkt und etwas will, dann bin ich das. Ist das klar? Ja. Ist das klar? Ja. Was habe ich zu dir gesagt, was du machen musst, wenn wir so abends reinkommen wie jetzt in die Arbeit da? Also wenn wir irgendwo so nahe kommen, so wie in die Arbeit da? Ja, so wie jetzt in die Arbeit da. Also wenn wir irgendwo so nahe kommen, so wie in die Arbeit da, hast du gesagt, soll ich saufen und fressen, so viel ich nur nicht kriege. Das gehört jetzt aber nicht daher. Aber das hast du heute Morgen noch zu mir gesagt. Ja, aber das gehört jetzt nicht daher. Ich habe zu dir gesagt, wenn man so abends reinkommt, wie jetzt heute Abend da, dann stellt man sich erst einmal richtig vor. Stell dich einmal vor. Nein, ich bin jetzt da stau. Ja, also gut, dann mach's ich. Also da kommt man so einen Schritt vor. Ja, kann. Noch, komm, komm mal, noch gleich weg, komm. Ja, und dann nickt man so. Und dann guckt man weg freundlich. Was ist denn? Ich wollte mal gucken, wie du freundlich guckst, weil das habe ich bei dir schon lange nicht gesehen. Also, dann lacht man so und dann sagt man, guten Abend. Bin die Frau Jocknagli, die Frau Agnes Jocknagli und das ist mein Josef. Und eigentlich habe ich eine Lanik heute Abend daherkommen. Aber ich kann ihn halt nicht gut alleine daheim lassen. Jetzt haben wir schon Ärger gekriegt mit den Vermietern und mit den Mitbewohnern. Weil mit ihm ist es ein wenig so, wie soll ich sagen, wie mit einem kleinen Hund. Jetzt nicht, dass er ohne den Miefern oder Bellen oder so, nein, das macht er nicht. Aber wenn er alleine ist, wenn er jammert und blärt, dann tut er mir leid. Und dann so ein Stückchen wieder gewünscht dir, was machst du denn im Stall mit? Ja, aber ich war auch schon mal alleine daheim. Aber halt nur kurz. Ja, nur kurz. Wo ich beim Bäcker war vielleicht. Ja. Also. Ja, und dann ist es auch so, dass wir. Ja, und jetzt, wir haben doch eigentlich nicht so Jubel, haben wir nicht so Fest, haben wir doch nicht. Ja, wir sind heute sind wir 25 Jahre von hier heute. Da darf der Regen mal klatschen. Also, das ist ja schon eine Leistung in der heutigen Zeit, gell? Muss ja so viel Geschichte und so. Ich will jetzt nicht wissen, wie viel das da unten. Ja, können drin sitzen bleiben und jetzt nicht aufstauen. Ja, also, da ist mir gleich morgen aufgefallen, dass er so traurig war und einfach nicht so zämmert. Und ich glaube, wer jetzt auf die 25 Jahre nochmal Revue passieren lässt, oder ich weiß es nicht, jetzt hör mal. Es war doch nicht immer alles Scheiße. Ja, für dich vielleicht. Also ich habe mich dann nicht mal so erinnert, wie das eigentlich mit uns so ganz gut angefangen hat. Aber das hätte keiner gar noch wissen, wie sich das so mal mit uns entwickelt. Ja, also vor 25 Jahren, wo wir noch ganz frisch zusammen waren, da waren wir bei eurem Vater im Garten, hin im Schöpfle, da waren wir oben und haben so richtig und da haben wir so und dann. Dann ist ihr Vater gekommen, hat gerufen, mit einer ganz lieblichen Stimme hat er gerufen. Gang, Abi, du Drecksack!
und Birschle, wenn du die da nicht heiratest, dann bringe ich dich vor mindestens 25 Jahren in den Bau. Ja, und heute wäre ein freier Mann, oder? Heute wäre Russe. Ja, was wärst du ohne mich, hä? Was wärst du ohne mich? Sag mal, was wärst du, hä? Ja, glücklich. Ja, glücklich. Glück hast du, dass du mich verwischt hast. Das ist aber alles, aber das gehört jetzt nicht daher. Gell? Da hinten habe ich da so einen Zettel geklebt. Ich darf für euch die erste Ansage machen. Irgendwie ist der Ansager nicht gekommen. Oder ich muss auch nicht zweimal gucken, wie wir die Sache da über die Runde kriegen. Aber das mache ich gern für euch. Rückwirkend darf ich sagen, wir haben gerade gesehen, die Fanfare zu, wenn wir spielen. Also mir geht es so, dann geht es ein bisschen hoch. Dann weiß man, jetzt geht es wieder los. Danach haben wir gesehen, die Garde von Unterlingen mit ihrem neuen Gardetanz. Und als nächstes, und ihr merkt schon, es geht Schlag auf Schlag, kommt der Narrenverein Heutebach mit ihrem Stück Schule, Schule. Anschließend kommen schon die Feuerfunke aus Heutebach mit einem Latino in New York. Viel Spaß! Schachtel. Ich heb sie fest. Und ich lupere den Rock. Und ich hau aber volle beiden Eier. So, Kinder. Waren wir in der Pause alle noch auf dem Klo? Und, haben wir die Hände gewäscht? Das ist nicht nötig. Ich strecke eh nicht. Na, das habe ich jetzt gehört. Also gut, dann wollen wir mal anfangen. Mal gucken, was mal hängen geblieben ist, so die letzte Zeit. Wer kennt denn den Umfang vom Mond? Ja? Das kann man doch gar nicht wissen, Frau Lehrerin. Einmal nimmt er ab und dann nimmt er wieder zu. Wie soll man da den Umfang berechnen? Nein. Also, wirklich stimmt euch. Also gut, dann halt eine andere Frage. Wer kann mir denn die Namen nennen der drei Eisheiligen? Ja? Schüler? Langnese und Dr. Oetker. Nein, also mit euch ist wirklich ein Kreuz. Also, die Frage war wohl auch echt schwer. Also gut, dann mal noch nichts anderes. Wer kann mir denn sagen, was das jüngste Gericht ist? Niki? Also, Ahnung habe ich keine, aber ich kann bei der Mama mal im Kochbuch gucken. Glaubst du? Also, wir sind so grottenschlecht, ich kann euch sagen, 70% von euch blieben dieses Jahr sitzen. Das kann doch gar nicht sein, so viel sind wir doch gar nicht. Sagt euch doch immer wieder, euer größter Wert ist eure Allgemeinbildung. Das ist euer allergrößter Schatz. Möchtet ihr wissen, in welchem Garten dass ihr den wohl vergraben habt? Na gut, dann kommen wir jetzt halt zu den Hausaufgaben. Ich hoffe, die haben noch welche gemacht. Eure Aufgabe bestand darin, ein Referat zu erstellen, über ein besonderes Ereignis,
was sich hier im letzten Jahr in eurem Heimatstädtli zugetragen hat. Hätte da etwa etwas? Ich? Ja? Ich kann sogar etwas politisch. Bürgermeisterwahl, wenn Sie mal lesen. Im Ortrat von uns in der Zeitung drin. Der Stadtrat, die haben den Überblick. Manche mehr und manche nicht. Auf Einzelheiten will ich da jetzt nicht eingehen. Warum sollte ich denn auch? Oder? Außerdem möchte ich mich mal bei all denen bedanken, die mich gewählt haben. Wenn es diesmal nicht klappt hätte, ich hätte mich noch 40 Mal beworben. Denn früher oder später, nichtsdestotrotz, Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, also, das war ja sehr aufschlussreich, ne? Fast wie im Bundestag. So, wer hätte noch was? Ja, Susi? Ich habe was ganz Tolles, Milchfest, mein selber cool. Ja, hallo, Lauferwesi. Bist jetzt du da hinten viel gelaufen? Herr Weisspenzelisen, im Städtholz oben, da hält es ja nicht aus. Das scheiß Milchfest, Mann. Ja, guck mal, da kommt noch die Heilerkunde. Seli lot mi gots euter Aussperrlampe. Die wird auch abgehauen sein. Langt mir hinten noch ein ans Unter. Hey, wir machen Butter. Wann nicht? Also bei uns hat doch der Bauer den Schuss nicht gehört. Da haben sie den ganz Hof flästert und teert. Und warum? Nun, damit die blöde Stadtlied keine dreckige Füße kriegen. Sell ich ja noch gar nicht. Bei uns sind sie im Stall mit dem Staubsauger umeinander gekriegt und haben Spinnhudler oben gesaugt. Und anschließend haben sie ein paar Parfümflaschen geholt.
und sind umeinander gekriegt und haben umgespritzt, weil nach uns, da sollte es ja nicht mehr stinken im Stall. Aber am Oben sollten wir dann in den Stall und sollten Milch geben, wie eine Kuh, die spinnt doch. Ah, weißt du, eigentlich ist das ja gar nicht so schlecht mit dem Milchfesttheater gewesen. Weißt du warum? Da haben sie bei uns endlich mal das Fenster geputzt. Dann kann ich mir das an den Nachbarn das Ochs durchgucken. Zeig mal. Was hast du jetzt da den Eimer hängen? Bist du undicht, oder was? Sei es doch auch wieder so ein Fotz gsi, was sie da gemacht haben. Da haben sie den ganzen Stahl ausgespritzt bei uns. Ich trau mir nicht einmal mehr zum Schießen. Ja, ja, da waren sie sehr stolz, die Buren vom Steckholz. So, hat noch jemand? Ja, Chris? Mir hätte am besten gefallen, das Mofa Hill Klimbim. Freiwillig melden für die Schießarbeit, als ob man keine andere Arbeit hätte daheim. Hast ja recht, aber wenn es der Chef halt will, dann werden wir springen. Und seinen Da Vinci-Bogen da vorne haben wir ja schließlich auch einen Mann gekriegt. Das ist schon lange nur gegangen mit seinem krummen Ding, der hat Teppich oder so unter das er war noch kauft. Ja, Herr Bürgermeister, ja. Ja, den Bogen haben wir gerade verladen. Jetzt sind wir beim Stuhl. Ja, der ist noch da. Ah, der wird jetzt auch verkauft. Ja, gemacht, Herr Bürgermeister. Wir hängen ein Preisschild auf. Okay, alle, Herr Bürgermeister. Das geht. Häng Schild auf und der Stuhl wird verkauft. Hast wohl vergessen, ich sie nehmen. Da kommt keine Sau.
Herr Bürgermeister? Ja, der Stuhl ist immer noch da. Das klappt so, glaube ich nicht. Ja, das hätten Sie sich gedacht. Ja, wieso? Billiger machen, viel billiger, ein Schnäppchen. Okay, Herr Bürgermeister, das hat gemacht. Es gehört, der Stuhl wird ein Schnäppchen. Ein Schild auf. So, gucken wir mal. Das helfen wir am Ende, kommt dann weg. Sieh mal, wie wird. Da können wir, glaube ich, ein ganzes Jahr warten, bis wir das Ding fort Ja, Herr Bürgermeister, ja? Nein, der Stuhl ist immer noch da. Auf dem bleiben wir wirklich sitzen. Ja? Meinen Sie wirklich? Brennholz? Ja, wenn Sie das meinen, Sie sind der Chef, wir sind ja bloß die Trubel. Also, wer braucht Herr Bürgermeister? Ade! Engschild auf Brennholz. So, der nächste Winter kommt bestimmt. Können wir mal gucken, vielleicht bringen wir dann los. Lief für den Selbststerber, Moment. Herr Bürgermeister, den will immer noch keine Sau. Auf dem bleiben wir einfach sitzen. Ja, und was machen wir jetzt? Plan B. So, und der wäre vermieten. Vermieten an die Firma SIW. Kapiere ich zwar nicht, aber wer macht, Herr Bürgermeister? Ade, kennst du eine Firma SIW? Ja, kennst du nicht. Die Großfirma SIW. Solarimperium Willmann. Ah, dann hängen wir es mal auf. Ja du, und was machen wir mal, wenn der Stuhl morsch und verfaulet ist? Dann geben wir 50% der BIX-Zäpfler AG und die anderen 50% der WIBE-BIC AG. Die Firma habe ich jetzt auch noch nie gehört. Wer soll denn das sein? Die Firma BIX... BIX-Zäpfler AG ist doch Biogas-Zäpfheiler. Und die Firma WIBE-BIC ist Bigots bestes Biogas. So, jetzt machen wir aber vier Augen. Von der Umstauerei, die man immer so Knie weh. Das stimmt. Der alte Ding. Aber sie könnte ja eins machen. Sie könnte so den 20. auf den Fasselpuff geschenken. So. Annette, hörst du auch was? Ja. Ja, aber da ist doch überhaupt nichts drauf auf dem Blatt. Aber auch gar nichts. Da hast du nichts gemacht. Doch, ich habe auch was. Steckle fest! Schlaf ein, Kindchen, schlafe ein. Die Nacht, sie schaut zum Fensterrand. Der runde Mond, er hat dich gerne. Und es leuchten dir die Sterne, schlaf mein kleines Träumesüß. Also Annette, was hätte sollen denn das sein? Frau Lehrerin, ich weiß, ich hätte bei das Städtchen fest in meinem Mehl schreiben sollen. Das ist ein Muss,
Aber leider waren doch noch der Einschar die Lichter aus. Gut. Weiter, Sabrina, habt ihr immer noch gar nicht gehört. Mein größtes Ereignis war im letzten Jahr das Showprojekt der Realschule. Yeah.
in that city that never sleeps, to find I'd pay a bill, top of the heap. Ja, aber hätten der gemacht? Herr Durchcheck, hat nicht mehr lange.
So wie beim TÜV jetzt so. Ja, wie beim TÜV. Hätte ich dann so mit einer Hebebinne aufgelaufen und ich dann mit einem Wegen in den Tunnel gefahren, hätte ich nach der Lampe geguckt und nach dem Asu. Nein, etwa nicht. Heißt ja etwa nicht. Dann bin ich reingekommen und habe gesagt, so, guten Tag, Frau Jungnagel, das ist doch mal da ähnlich. Ja, und dann bist du nachgesessen. Ja, dann bin ich ähnlich gesessen. Dann hat er so ins Karteigärtchen geguckt und hat gesagt, oh, Frau Jungnagel, wenn ich so auf das Karteigärtchen gucke, dann wären Sie ja schon 50. Dann hat er gesagt, das kann ja nie im Leben sein, das ist doch bestimmt ein Druckfehler. Sie sind doch nie im Leben 50. Dann habe ich gesagt, doch, doch, Herr Doktor, ich bin wirklich schon 50. Dann hat er gesagt, also nein, das kann ich ja nicht glauben. Also ich habe schon frei gehabt. Ihr seid doch auch 50 immer schon, gell? Hä? Ich habe so frei. Nein, ich habe frei gehabt. Aufwachen. Ehrlich, ich war so stolz. Ja. Also, ja, und dann von dem 50-jährigen Arsch hat er nichts gesagt, oder? Nein, von dir haben wir es nicht gehabt. Also weißt du, da könnte ich mich gerade schon wieder aufregen. Da könnte ich mich wieder aufregen. Aber weißt du was, ich krieg mich nicht mehr auf. Weißt du, weil ich sonst nicht über alles aufregen kann. Da könnte ich mich nur noch aufregen. Nein, ich reg mich nicht mehr auf. Wenn er auf dich aufzuregen. Weißt du was? Du regst dich auf. Du regst dich auf. Du regst dich auf. Du Freundchen. Nicht vor der Lind. Und nicht in dem Ton. Nicht in dem Ton, sag ich dir. Ist das klar? Ob das klar ist, ist mir nicht. Ja. Du regst dich auf. Du regst dich auf. Wer hat den Grund, sich aufzuregen für uns zwei? Wer hat den Grund, sich aufzuregen, hä? Wer? Du. Ja. Und wer muss immer alles machen? Ja, du. Und wer muss jeden Tag einkaufen und kochen? Ja, du. Du. Genau. Und wer muss jeden Tag waschen, wickeln und flicken? Ja, du, du, du. Wer muss jeden Tag putzen, saugen, abstauben und Geschirr spielen? Ja, du, 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 ja, du! Ja, ich bin fertig. Und wer muss, und wer schon über drei Monate kein Sex mehr? Ja, ja, du! Dreck. Also nehmen wir jetzt erstmal ab, das kann man ja nicht machen. Aber... Ja, kann ja noch mal fragen, so die älteren Männer. Wisst ihr, wie die Viagra von innen aussieht? Wisst ihr da nicht, gell? Nehmen wir da auch noch eine ganze. Aber ich nehme jetzt die rote Viagra für warum? Soll ich machen, wenn man eine Stunde blind? Jetzt sagt es aber wirklich. Hab ich mal die Schnauze voll mit dir. Was du da trinkst. Aber jetzt geht's wieder im Programm mit dem Namen Freien Unangenehm. Ich bringe den super Sketch, der heißt Der blaue Bär. Im Anschluss machen wir einen Pause, dann darf man aufs Klo und dann wird schunkeln, aber nicht aufs Klo, weil sonst gibt es nachher Ärger. Tschüss! Mama zum Papa zeigt sich schon mal mit ins Schlafzimmer kommen. Da gibt es Entspannendes und jetzt zum Spielen. Das Kind hat eine Überraschung, sei er sie. Mal gucken, wo die sind.
Eieiei. Die sind noch nicht. Die waren ja auch mal gesehen, oder? Die wird gespannt. Nein. Eieiei. Oh, Scheiße, Mama kommt schnell in den Schrank. Ja, Fritzli, du bist jetzt wieder im Schrank.
Ich habe einen Onkel, der hat ja schon 100 Euro verkauft. Ja, 100 Euro? Ja. Der hat ja gar nicht 10 gewusst. Ja. Du hast ihn ja beschissen. Was? Beschissen hast du, aber Granaten gegessen. Und sowieso hast du ihn ja mal. Ja. Ja, das kannst du nicht machen. Hey, also, findest du nicht gleich wegen. Und, also, das kannst du nicht. Jetzt gehst du sofort in die Kirche, in die Beichte. Was? Ja, ohne Widerrede. Und zieh dich warm an. Es ist kalt. Ja, also, gut, Mama. Es ist auch kalt. Gar nicht gewiss, dass der Kirche so viel weg ist. Es ist ja sau kalt noch. Ich war schon so lange nicht mehr in die Beichte. Nicht so in die Beichte. Eieiei. So, mein Sohn, was bedrückt denn dein Gewissen? Beginne nun mit deiner Beichte. Also, ich habe da so einen blauen Bär. Ja, verdammt nochmal, jetzt fängt er schon wieder an.
Programm. Also überall mal der Konjunktur zurück. Sagen Sie. Los, nicht bei mir. Da lässt es laufen. Leid, das solltet ihr mal sehen, wie es da zugeht auf so einem Klo. Das solltet ihr mal mitmachen, so einen Tag. Na, am schlimmsten ist es ja, wenn die Weiber kommen. Die kommen ja immer im ganzen Rudel. Und da kannst du nichts mehr kontrollieren. Ume, da weißt du nicht, wer sich nur die Lippen anschmiert oder wer eine Büsse macht. Das kriegst du nicht mehr in den Griff. Und Frauen hat es da. Leid, leid. Letzte Woche ist eine an mir vorbei mit ihrem Kleinen. Da hat sie gesagt, oh, der muss ja bestimmt nichts bezahlen. Der ist doch nur so klein. Da habe ich gesagt, natürlich, weil er gleich heißt er wahrscheinlich 47 Elfpoints. Oder vorher. Lauf da nicht vorbei. Wirf den Schatten, wie er wohl braten, Schnur. Ja, die waren ganz Gegenteil von mir. Aber wir haben sie jetzt eine Krankheit festgestellt. Ich habe Alzheimer-Bulimie. Also ich isse und danach vergesse ich zum Kotzen. Ja, auf jeden Fall ist die Tür da an mir vorbei. Da hat sie gesagt, ich muss ja bestimmt nichts bezahlen. Bin ja nicht nachgeguckt. Aber das ist ja gerade das Schlimme. Und so wieder eine halbe Stunde länger, seit er ihre Sauerei weggeputzt hat. Themen, die Damen. Themen. Ja, Herren, ihr macht mal kein Bild. Denen traust du zwar gar nichts. Sitzt eine in Kabine 1 drin und schwätzt zu der in Kabine 4 durch. Über ein Rezept. Sie, wenn die Dame in Kabine 2 nicht gerade einen Durchmarsch gehabt hätte. Ich hätte den Krustenbraten förmlich riechen können. Ja, aber vom Braten bedienen wir uns nun an. Guck mal daher, was ist es denn, ne? Was ist es denn? Ein Öschbrot. Sag mal her. Mit so viel Zwiebeln. Also das können wir da wieder zurückbringen. Das kannst du wieder zurückbringen. Und dann sagst du, sollen sie einen zurückhalten, weil das können wir nicht machen. Ja, ja, gut. Bei mir unten, da können die Leute kurze Strecke fliegen. Ja. Mit verschissener Hose. Ich muss stinken. Ja. Weil ich den von Weizen. Der hat nicht gelesen. Ja, egal, ne? Etwas ganz, etwas Liebe zum Wohl. Ich habe zu meinem Karl Friedrich gesagt, hör zu, Karl Friedrich,
Ab heute werde ich nicht mehr kochen und putzen. Das kannst du alles alleine machen. Also gut, am ersten Tag habe ich nichts gesehen. Am zweiten Tag habe ich auch nichts gesehen. Und am dritten Tag, da steht mein Graf Friedrich und kocht das tollste Abendessen. Na gut, dann ist die französische Dame gekommen, hat sie gesagt, ich habe zu meiner François gesagt, François, pass mal auf. Ich werde ab heute für dich nicht mehr kochen und nicht mehr bügeln. Du kannst gerade schauen, wie du das machst. An die ersten Tage, ich habe nichts gesehen. An die zweiten Tage, ich habe auch nichts gesehen. Und an die dritten Tag, meine François, steht an die Erde, mache gerade leckere Froschenkel und hole eine Baguette aus dem Ofen. Ja gut, ein riesiger Applaus, da kommt die türkische Frau in den Rednerpult, sagt sie, ich habe zu meiner Ahmed gesagt, Ahmed, ich werde dich nichts mehr kochen und wickeln. An die erste Tag, ich habe nichts gesehen. An die zweite Tag, ich habe auch nichts gesehen. An die dritte Tage, ich kann schon wieder ein bisschen gucken.
unserem Wetterhaus schauen Bauer und Bäuerin raus. Wir sagen euch das Wetter an und was so passieren kann. Wenn der Hahn um 7 kräht, ist für den Bauer meist zu spät. Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Wenn die Knechte Trauer tragen, dann hat die Magd ihre Lage. Wenn der Bauer kräht auf dem Mist, weiß der Hahn, dass es die ist. Will eine Geiß im November gebären, muss es noch schneller mit jemand verkehren. 2 Cookies, so viel Most im Keller. Einer musste aufs Klo. Doch der Most war schneller. Im Januar, Februar, März, April, da sind die meisten kitzelig. Da kann man, wenn man will. Im Mai, im Juni, im Juli und August, da herrscht eine große Brüte. Da haben wir keine Lust. Reibt die Magd auch mit dem Bauer, ist die Bäuerin ziemlich sauer. Trägt die Bäuerin kein BH, war der Knecht wohl vorher dran. Lieber im Sitzen einen stehen, als im Stehen einen sitzen. Kommt der Schnee zur Winterszeit, steht der Erwin mit dem Schneeräumdienst bereit. Den Flug mal hoch, mal rechts, mal links, den einen freut's, dem anderen stinkt's. Der Bauer macht ein Bäuerlein, es muss nicht mit der Bäuerin sein. Kommt der Regen schräg von vorn, kriegt die Kuh ein nasses Horn. Regnet's dann in Strömen weiter, kriegt sie noch ein nasses Eiter. Trinkst du täglich Apfelsaft, kannst du scheißen ohne Kraft. Bist der Bächle vom Kurier. An der Sitzung kund, vergeht doch meistens schon eine halbe Stunde. Dann will alles knipsen und auch wissen, und in der Zeitung tun wir es meist vermissen. Mit alten Bildern, Akten und auch Sachen kann man im Wiener-Rodolf eine große Freude machen. Vielleicht zur Frage mir, sind auch alte Schachtler sie blessieren. Rutscht im Bauer im August die Hose, war der Gummi im Juli schon los. Der Biobauer sagt, hab Sonne im Herzen und Sauerkraut im Bauch, dann kannst du gut furzen und Licht hast du auch. Lieber ein erregter Bekannter als ein bekannter Erreger. Fahren dicke Bauern Ruderboot, dann fahren sie alle Fische tot. Der Bauer tot im Zimmer, lebt er nimmer. Ist das Wetter warm und trocken, kann man gut feiern. Ist es aber kalt und nass,
macht es nur im Zimmer Spaß. Liegt der Bauer tot im Keller? Mach's Fenster zu, dann fault er schneller. Nach 17 Runden Doppelkorn fällt der Bauer meist nach vorn. Wenn wir von der Schraube gewählt den Ausflug machen, erleben wir die tollste Sache. 2 Tage lang soll der Ausflug gehen. Bepackt mit Koffer und Tasche und mit einer Frau. Doch das ist dem unangenehmen Nachvater doch wenn zu viel und beschließt, dass er nur mit dem Zahnbürstchen mitfahren will. Eigentlich haben wir noch ein Sprechle über den Bugger-Norbert wieder machen, aber es liegt auf dem Bord und sie schärft man von selbst so gar keine Sache. So war auch mancher Spruch recht hart, so ist es halt die Bauernart. Ja, wir müssen jetzt mit dem Programm weitermachen, es gibt ja auch noch andere Sachen. Jetzt kommt der Auftritt mit dem Narrenverein Löffingen und das machen wie so oft die Hansele. Und die Arbeit ist es etwas ganz Spezielles, da geht es nämlich um närrisch für Anfänger. Anschließend, da freuen wir zwei uns, das ist klar, kommen unsere Schwarz-Weiß-Frauen vom Berg Tabor. Vielen Dank, viel Spaß. Effi? Ja, Sven. Wo bist du? Ja, da. Wo? Auf der Bühne. Hey, das war voll. Ja. Was? Schwedenkirche, wenn man zu Boden kommt, ist nur nach vorne bleiben. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was der mir für Aufregung bringt. Du, ich bin gerade mit dem Auto gekommen und habe auch keinen Parkplatz gefunden. Das ist ungefähr das Gleiche, wenn ich denen erzähle, ich bin ein Urlöffinger. Naja, du, wahrscheinlich du da. Du, schick, reit mal so im Unterland. Im Unterland? Ja. Ja, aber du wohnst doch jetzt in Löffingen, oder? Genau, ja, gesagt, Zepperhof. Ja, dann weißt du ja aber auch nicht, wie das früher so ein Städtchen war, oder? Nein, ich erzähl mal. Du, da hinten ist noch ein Bar, den habe ich mitgebracht. Das los ist jetzt mal zu. Was los? Gibt's doch nur ab. Tom, ja gut, dann hör mal zu. Stopp! Ja, was? Das lasse ich doch passieren. Was?
was soll denn das heißen? Das versteht doch kein Mensch. Ah, das tut uns ganz einfach, das schläft immer nicht. Hätte Kohl gehabt oder diese Bohnen gehabt. Ja, hätte Kohl gehabt. Ja, was soll das heißen? Hat denn keiner keinen Kamm? Und was ist das für ein Sinn? Ja, auf Hochdeutsch hat es ein bisschen Meter, oder? Das schläft. Aha. Ja. Kannst du mir da irgendwann etwas geben, dass ich so etwas lesen kann oder so? Ja, also was ich weiß da auch wirklich nicht, wo da steht das Lied drin, da könntest du mal los mit dir, oder? Hoje, wenn ich das lesen kann. Ja. Gut, das hört sich nach Abend an. Ja, bist du auch in der Hüpf-Hop-Gruppe? Ja, in der Hop-Gruppe. Bei der Hansele bin ich, da, guck. Ah. Jetzt soll ich hoppet halt nur mal auf den Narrenmarsch. Ja. Ja, gibt's da noch mehr Gruppen? Ja, jetzt, guck mal, da hinten. Das Reifburg-Marlin. Aha, das war. Dann, Elfinger Hex. Aha. Laternenbrüder. Aha. Bei einem Typen steht auch da rum, guck. Dann eine männliche Narrenpolizei. Du, ohne weibliche Guck. Aber du, zählst du auch an jeden, aber da kennst du dazu, oder? Aber schau mal. Oder? Ja, aber weißt du, bei uns im Karneval, da gibt's einen Präsident, einen Elferhut, einen Prinzenbach. Gibt's so etwas Auto? Das ist ja schon ein schlechtes Fassel vom Karneval. Aha. Ja. Okay. Und dann, ja, Elferhut. Laternenbrüder und der Präsident, der völlig der Narrenvater, der Hermann. Hermann, kenne ich nur Kuchen. Nein, machen kann der auch, aber guck mal. Ah, lachen würde er schon. Sehr sicher. Ah, hallo. Ja, und Anwalt, da kenne ich den. Der hätte mir gar anders essen, aber sehe ich dir mal was vor. Ich glaube, da kennst du. Also so langsam funktioniert, also Peter. Nein, er ist aber zu schnell unterwegs. It's awesome.
Ja, was macht denn der Hermann so affig mit seiner Laterne umeinander? Findet der am Ende Heimweh als nämlich? Ja, doch schon. Aber von jedem tut das eigentlich auch nicht. Da machst du schon gut drauf. Vergessen wir das ja, aber guck. Stimmt, das ist gleich dabei. Kostet er wohl mit? Ja. Aber du, jetzt los mal. Da unten, drück mal da an. Da hocken doch bestimmt auch so ein paar zuzogene Wege. Ja, gut, gut, der Bege. Der hat es nicht mehr gleich verstanden. Ja, da könnte man doch auch mal ein bisschen singen für die, ein wenig flotter können, ein, wo die viel mitsingen können, wo man versteht. Weißt du? Ja. Das ist keine Idee. Ja, doch, warte mal. So letztes Jahr im Sommer, da gab es einen Lehrer, die wollte alle mitsingen. Der hat dann den Ausdruck. Da gab es einmal eine Sendung von Michael Schanze, das 1, 2 oder 3. Bevor die Zeit so unermesslich, laufen wir nicht.
Für heute Abend ist das Programm fertig. Ich darf mich bei euch recht herzlich bedanken. Ich bin immer gern da in Lefingen. Und ich darf mich auch bedanken bei meinen zwei Kollegen, beim Dietmar und beim Juli. Ich hoffe, es hat euch recht viel Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und ich wünsche euch einen guten Heimweg. Mach es langsam. Ja? Ja, jetzt warmt. Und ihr wisst ja, don't drink and drive. Nicht trinken und fahren. Immer erst anhalten, austrinken, weiterfahren. Oder aber ihr bleibt heute Abend noch nicht da, macht mit uns noch fest, wir singen, tanzen und lachen miteinander. Das echt freuen, wenn ihr da bleibt. Aber ihr werdet sehen, es fehlt ja noch welche. Die Bachheimer Narrenverein fehlt nämlich noch. Und die machen, wie schon so oft, der Abschluss von unserem Öschraum. Und der geht recht märchenhaft zu Ende. Und die führen auf Schneewittchen. Ja, in den Märchen, da gibt es ja auch immer Hexen, gell? Da habe ich natürlich nachgeguckt, ob ich nicht etwas finde für einen. Hab da auch etwas gefunden, da stand der alte Hex, total verschrumpelt, stand sie im Wald, dann hat der Papagei auf der Schulter. Vor ihrer Hanne, fünf bildhübsche, knackige Kerle. Da sagt sie, wer verraten, wer das für ein Tier ist, der darf mit mir eine Liebesnacht verbringen. Da sagt er erst, ha, das ist ein Schildkröte. Da sagt Hex, was ich gerade noch gelte. Also ich wünsche euch viel Spaß mit dem Bachheimer Narrenverein. Von mir aus, tschüss, ade. Ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr. Da wurde die Königin grün verneint und jagte Schneewittchen aus dem Haus in den dunklen Burgwald hinein. So irrte das arme Schneewittchen mutterseelen allein im Wald umher. Hexer,
Kaiser an, der ungeliebten Hausarbeit zu entgehen, bekam Schnellchen einen 1-Euro-Job als Hausarzt. Thank you.
und manche Kunde abrucken. Ihnen graut die davor, die Hausarbeit wieder selbst erledigen zu müssen. Der gerade von einer Kopfsparty aus einem nahegelegenen Fürstenschloss kam. Thank you.
Der Rutschabend wurde eröffnet vom Verfahren zum Löslingen unter der Leitung von Wilfried Rützer. Danach kam die Garde aus Wienerlingen mit dem Gardetanz unter der Leitung von Carola Metz. Als nächstes sahen Sie den Anfang aus Rückenbach mit Schule, Schule. Danach die Feuerfunken aus Rückenbach, ein Latino in New York, unter der Leitung von Silvia Matte. Feuerpause, Luna Rico mit ihrem blauen Teebär unter der Leitung von Jürgen Dinger. Nach der Pause wiederum die Garde aus Unternehmen mit ihrem Indianertanz unter der Leitung von Carola Ritz. Danach sahen sie die Hanse aus Lüften mit Mellisch für Anfänger unter der Leitung von Sven Seidel. Anschließend kam die Schwarz-Weiß-Gruppe aus Diedishausen unter der Leitung von Anita Schatzinger. Zum Schluss sahen Sie den Anfang aus Bayern mit dem Märchen Schneewitze und der Anfang von Tanja Kieser und Eva Meer. Dieses Jahr an der Ansage Spät und Bettina Herberer-Doll. Man glaubt es kaum, aber die Bettina und der Dietmar sind auch wirklich wirkliche Leben ein Paar. Bis zum nächsten Jahr.